Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen, zu einer neuen Folge Tech Pack Opening. Wir haben wieder das ein oder andere Paketchen hier um mich rumstehen. Sehr viele sogar. Ein paar viele große auch diesmal. Und ja, da wollen wir doch mal schauen, was wir drin haben. Ich habe auch ein paar Sachen wieder für mich privat bestellt. Ihr wisst Bescheid, ich gucke generell nicht in meine Pakete rein, damit einfach ihr alles so mitbekommt. Also es sei denn, ich weiß zu 100%, okay, da ist jetzt irgendwas drin, was ich privat bestellt habe. Erstmal ganz am Anfang eine einzige Sache. Ich musste hier bei einer Lieferung Zoll zahlen, weil mir ein Hersteller etwas geschickt hat, was er leider nicht vorab verzollt hat. Normalerweise mache ich das immer extra so mit den Firmen, die mir was zuschicken, aus. An dieser Stelle möchte ich das Video ganz kurz für den heutigen Sponsor unseres Videos unterbrechen, und zwar Raid Shadow Legends. Willst du der Held deiner eigenen Fantasie sein? Betritt die epische Welt von Tellaria, wo Dunkelelfen sich im Heiligen Orden treffen und Bannerlords im endlosen Krieg gegen die untoten Horden sind. Sammel deine Lieblingshelden und trainiere sie anständig, damit sie im Level steigen. Gib ihnen anständige Ausrüstung, damit du mit ihnen in die Schlacht ziehen kannst und dein Team bestehen wird. Raid Shadow Legends nimmt dich mit in eine dunkle und fantastische Welt. Öffnen wir gemeinsam einen Splitter, wo ein seltener, epischer oder legendärer Held drin sein. Einfach hier draufklicken und dann öffnet sich das Ganze. Und was haben wir für einen Helden? Jawohl, wir haben einen Wanderer, Level 1, nice, mit 3 Sternen. Das Spiel ist kostenlos, sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem PC spielbar. Mein Lieblingsheld ist jedoch der Henker, den ich auch schon auf Level 50 aufgelevelt habe. Und hier rechts kann man auch sehen, ich habe ihm auch schon anständiges Equipment gegeben. In der Taverne könnte ich ihn jetzt hier noch weiter im Rang aufsteigen lassen. Und mit ihm und anderen Helden werden wir jetzt gemeinsam in die Schlacht ziehen. Hatte ich erwähnt, dass Raid Shadow Legends in den letzten 6 Monaten 15 Millionen Mal heruntergeladen wurde? Hier habe ich mich für den Dungeon entschieden mit dem Drachen, denn hier kriegt man richtig geile Drops. Jawohl, wir haben den Drachen besiegt. Und wie wir sehen können, wir haben 5400 Silber bekommen und natürlich hier ein nices Artefakt, was wir uns hier auch noch genau angucken können. Also worauf wartest du? Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und du erhältst zum Start 100.000 Silber und einen kostenlosen Champion. Ist das nicht geil? Jawohl! Klick! Normalerweise mache ich das immer extra so mit den Firmen, die mir was zuschicken, aus, dass die, weil die können nämlich, wenn die in China die Sachen verschicken, dort vor Ort sozusagen schon für mich alle Zollgebühren, Einfuhrgebühren etc. pp. Bezahlen und dann ist das auch so auf den Frachtpapieren mit vermerkt und alles gar kein Problem. Also weil hier sind ja so Frachtpapiere mit dabei, das kann man hier an der Seite rausnehmen und normalerweise ist dann da, sage ich mal, alles direkt vermerkt. Und man braucht sich keine Sorgen machen und das Ganze kommt zollfrei bei einem an. Der Hersteller hier hat das leider nicht gemacht, aber auch gar kein Problem. Ich habe direkt das Geld alles erstattet bekommen über PayPal. Habe das hier auch schönerweise, also war sehr angenehm, ich musste nicht zum Zoll hinfahren oder so. Ich habe das hier an der Haustür einfach bezahlen können, waren jetzt ein paar 50 Euro. Was ich relativ viel finde, weil dieser 3D-Drucker, ist ein kleiner Mini-3D-Drucker, der hier in so einem schönen, kompakten Case kommt. Und das ist auch, sieht man hier vorne auf dem Foto, ein 3D-Drucker, wo quasi alles, also ne, einfach rausholen, losdrucken. Geht sofort los, werde ich auch noch ein separates Review zu machen. Und ja, das Geile daran ist halt, der kostet halt 130 Euro. Also das ist halt, ne, bestellt, ausgepackt, losgelegt, 130 Euro ausgegeben, um mal so in 3D-Drucken reinzuschnuppern und so die ersten Erfahrungen damit zu machen. Vor allen Dingen auch, würde ich sagen, sehr, sehr kinderfreundlich, wirklich, weil das halt sehr, ja, es ist natürlich trotzdem heiß etc. pp. Man muss halt trotzdem immer unter Aufsicht von Erwachsenen, aber ich sag mal auch für jüngere Erwachsene oder generell, um in 3D-Druck mal so einzuschnuppern, 130 Euro um ein Komplettpaket zu haben. Hier ist, glaube ich, sogar auch ein bisschen Filament sogar schon mit dabei. Ja, also finde ich prinzipiell ist halt einfach eine geile Sache, um damit zu starten. Hier, das ganze Ding wiegt 3,5 Kilo. Ist übrigens der Minibot 1.0, so heißt ist der Typ von diesem 3D-Drucker. Packing Dimensions 25x25x31 cm. Ja, das sind aber nicht die Druckmaße. Druckmaße stehen jetzt hier außen nicht drauf. Aber ich verlinke euch das natürlich wie immer bei meinen TechPack Openings und in der Videobeschreibung zu Deal Heroes. Das ist meine Preisvergleich-Webseite. Da erfahrt ihr, wo könnt ihr das Ding hier auch aktuell am günstigsten bekommen. Aber ich glaube tatsächlich, Gearbest mit seinen 100,
130,90 Euro jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Videoaufnahme mit EU-Netzteil, alles drum und dran, sind die, glaube ich, aktuell am günstigsten. Aber wie gesagt, wir ist halt ein Preisvergleich. Wir schauen, wo wir das am günstigsten kriegen. Und wenn jemand von euch das irgendwo im Internet günstiger findet, dann lasst mich über das Kontaktformular von Deal Heroes bitte wissen, weil dann packe ich da, sei es jetzt Amazon, sei es jetzt Banggood, eBay, whatever, solange das ein vertrauenswürdiger Shop ist, packe ich den dann sofort mit auf Deal Heroes in den Preisvergleich mit rein und dann steht der beste Preis direkt oben, damit jeder in der Community, der gerade auf Deal Heroes unterwegs ist und dort surft, den besten Preis natürlich mitnimmt, weil wir wollen ja hier keinen Cent zu viel ausgeben. Wir wollen alle sparen, das ist logisch und jeder will zwar die Technik haben, aber jeder möchte die Technik natürlich auch zum bestmöglichen Preis haben und man möchte sich nicht veräppelt fühlen und am Ende irgendwie viel mehr gezahlt haben als andere und da sind teilweise wirklich richtig krasse Preisunterschiede. So, so viel wie gesagt dazu. Das Ding haben wir schon mal ausgepackt. Dann, um jetzt hier mal so ein bisschen aufzuräumen, schon mal hier hinten habe ich dann noch, kann ich ja direkt einfach mal so zeigen, das packe ich jetzt nicht aus. Das ist auch hier für mein zweites Studio unter anderem eine weitere Infrarotheizung, 600 Watt Modul von Könighaus. Von denen habe ich hier schon das ein oder andere Infrarotmodul, was heißt das ein oder andere? Mein ganzes Haus ist voll mit Könighaus-Heizmodulen und das ist hier kein bezahltes Placement oder so. Ich bin einfach seit Jahren sehr, sehr, sehr zufriedener Kunde von Könighaus und die machen einfach richtig geile Infrarotheizungen. Das ist einfach so. Ich habe auch meine ganzen Videos zum Thema Smart Home Infrarotheizung mit Könighaus Infrarotheizungen gemacht, wo ich dann quasi euch gezeigt habe, wie könnt ihr mit einem Sonoff Pow zum Beispiel und der Tasmota Firmware, IO Broker etc. pp. Ein komplett smartes Heizsystem machen. Also, dass man quasi sagen kann, also Alexa, ich sag's jetzt nicht, ne, oder? Hat nicht reagiert, Gott sei Dank. Setze Temperatur im Wohnzimmer auf 21 Grad. Setze Temperatur im Studio auf 23 Grad, ja. Oder schalte Heizung im Studio an, schalte Heizung im Studio aus. Also ich kann sowohl den einen als auch den anderen, anderen Befehl hier ausführen. Und dann habe ich halt eben Xiaomi die ganzen Temperatur- und Humidity-Sensoren in jedem Raum einen. Und das Ganze stimmt sich im IO-Broker halt eben ab. Und dort wird die aktuelle Temperatur gemessen. Im IO-Broker kann ich ja dann durch meinen Sprachbefehl eine gewisse Temperatur direkt setzen. Ja, das zum Beispiel 21 Grad einstelle und das wird natürlich dann mit der aktuell gemessenen Temperatur verglichen und dann das Relais, was dann hinter der Heizung sitzt, was in dem Fall ein Sonoff Pow für 10, 15 Euro sein wird, dort wird das ganze Relais etwa dann eingeschaltet oder ausgeschaltet, somit die Heizung an- oder ausgeschaltet und je nachdem, ob dann die Temperatur erreicht ist, wird das Relais wieder ausgeschaltet und ihr wisst Bescheid, ja. Habe ich separate Videos schon zu gemacht und das habe ich halt alles hier mit diesem Könighaus Infrarotheizung gemacht, weil das passt einfach, das funktioniert einwandfrei und das finde ich halt so gut. Und vor allen Dingen, die sind preiswert. Ja, die sind absolut preiswert, also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die sind nicht billig, ja, das ist mir immer ganz wichtig, dass sozusagen die sind nicht billig, sondern Preis-Leistung ist einfach genau stimmig. Und was ich halt cool finde, ich habe jetzt, das seht ihr jetzt hier nicht, aber ich habe jetzt hier da zum Beispiel ein Bild hängen von der, ich glaube, es ist die Brooklyn Bridge oder so, irgend so eine Brücke in New York oder in Amerika auf jeden Fall. Ach, welche genau das ist, weiß ich, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber irgendeine Brücke in Amerika sieht auf jeden Fall geil aus. Und das ist aber kein Bild, es ist ein Bild, aber es ist nicht nur ein Bild, sondern auch eine Infrarotheizung. Und das finde ich halt eben ziemlich geil daran. Ich habe halt immer so 15x15 cm Kästen hinten, also in die Wand eingelassen, als ich hier den Raum renoviert habe. Und dort in diesen Kästen ist quasi Stromanschluss ganz normal drin, also Phase, Neutralleiter und Erdung. Ja. Daran habe ich den Sonoff Pow angeschlossen und am Sonoff Pow wiederum dann den Heizkörper. Also man sieht auch nach außen hin gar nichts, finde ich halt mega cool. Und ja, wie gesagt, davon habe ich noch eine weitere Heizung. Verlinke ich euch auch mal gerne unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr noch eine Infrarotheizung braucht, ich glaube, was kosten die Dinger? Auf jeden Fall günstig. Schaut einfach nach. Also ich kann die auf jeden Fall mega empfehlen. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Paket von DHL. Wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Messerchen? Ah, hier an der Seite habe ich es. So, dann machen wir mal das hier auf. Machen wir das hier mal auf. Da waren auch auf jeden Fall so Frachtbriefe mit dabei hier vorne. Aber was ist hier drin? Was ist das? Was ist... Oh! Haha! Ich weiß, was das ist. Das ist etwas von Xiaomi, was ich schon angekündigt habe, was jetzt da ist, wozu es natürlich demnächst ein Review geben wird.
Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob mich diese Smartwatch, ich kann es ja schon mal beraten, ob sie mich überzeugen wird oder nicht. Machen wir sie mal auf. Komm, komm raus hier. Ah. So, es ist die Xiaomi MS Fit T-Rex. Ja, die Xiaomi MS Fit T-Rex Military Standard STD 1810G, wofür auch immer das steht, AMOLED-Display, 20-Day Battery Life. Und wir wissen aus Erfahrung wie mit zum Beispiel der Xiaomi MS Fit GTS oder der Xiaomi MS Fit GTR, hier steht 20 Tage Akkulaufzeit. Bei anderen Herstellern würden 20 Tage Akkulaufzeit im reellen Sinne, in der reellen Nutzung wahrscheinlich dann bedeuten 14 Tage, 14 Tage oder so, 2 Wochen oder so. Fakt ist, bei Xiaomi ist es genau in die andere Richtung. Jedenfalls, das ist mein Erfahrungswert. Wenn hier 20 Tage steht, könnt ihr 25 Tage das Zeug wirklich nutzen. Also es ist immer mehr als das, was hier draufsteht. Und das finde ich bei Xiaomi sehr geil und sehr fair. Und ich finde, meiner Meinung nach, sollten das alle anderen Firmen auch so machen. Lieber weniger versprechen und der Kunde denkt sich dann, boah, geil, meine Erwartungen wurden noch übertroffen. Was ein geiles Produkt. Als, oh, wir sind die geilsten, guck mal, unser Beamer hat 5000 Lumen. Und du misst es danach und das Ding hat irgendwie 1500 Lumen oder so. Oder vielleicht sogar nur 1000 oder vielleicht sogar noch weniger. Ja? Ist zum Beispiel jetzt im Vergleich, also bei einem Beamer ist dann zum Beispiel scheiße oder bei einer Smartwatch genauso. Wir haben 100 Tage Akkulaufzeit und am Ende hält das Ding einen Tag oder einen halben Tag, der Akku ist leer. So, ist jetzt natürlich krasses Beispiel, aber ist schade sowas. Ich bin ein Fan, deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Xiaomi, weil einfach die Versprechen, die gemacht werden, werden gehalten und nicht nur das, sie werden sogar übertroffen und das feiere ich einfach an Xiaomi und ja, Built-in GPS, Multiple Sports Mode, Water Resistant, also bis 50 Meter wasserdicht und vor allen Dingen Preis-Leistung. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht getestet, aber bei allen Smartwatches von Xiaomi, die ich bisher getestet habe, war Preis-Leistung absolut geil, ja. Absolut geil. Es gab, glaube ich, nur eine Smartwatch von Xiaomi, die mir nicht so gefallen hat. Das war die MS Fit Pace oder so hieß die, glaube ich. Die fand ich kacke. Kann ich genauso sagen. Die fand ich einfach kacke. Ja, da fand ich dann die MS Fit wie heißt sie denn jetzt hier, die ich hier auch hoppala, die ich auch in China gekauft habe. Hier die MS Fit Bip, genau. Die MS Fit Bip, die fand ich da wesentlich besser und geiler als die Pace. Die Pace war einfach meiner Meinung nach ein Reinfall, aber wenn man so viele geile Produkte auf den Markt bringt, dann kann es auch mal sein, dass da mal ein Fehlschlag dabei ist und das war meiner Meinung nach einfach die MS Fit Pace bei Xiaomi. Alle anderen fand ich halt geil. Die Bip war geil, die GTR war geil, die GTS ist geil und ich wette, die ist auch geil. Ich werde sie, wie gesagt, noch testen. Es wird ein separates Review dazu geben. Aber seid da auf jeden Fall mal gespannt an dieser Stelle. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und ein Like, damit ihr, also das Like für das Video, würde ich mich gerne drüber freuen. Ja, und das Abo, damit ihr das Video dann hierzu nicht verpasst. Wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr da irgendwas von Xiaomi MS Fit T-Rex lest, dann klickt ihr einfach auf das Video drauf und habt's dann somit gesehen. Ja, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Und dann packen wir das jetzt hier erst mal wieder auf die Seite. Als nächstes machen wir einfach mal ganz kurz hier. Ja, ich mach's jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Hier weiß ich auch schon, was drin ist. Und zwar ist das nämlich etwas für mein neues Studio. Also für mein zweites Studio. Ich mache ja kein neues Studio, weil das Studio hier bleibt vorhanden. Aber es gibt zu diesem Studio, wird es noch ein weiteres Studio geben, weil ich einfach mehr Platz brauche. Hoppala. So dele. Huch, die fallen ja schon auseinander. Scheiße. Egal. Ich hole mal hier eine raus. So. Ich habe mir diese Schallschutzdämmungen hier Matten besorgt. Hinten auch schon mit doppelseitigem Klebeband. Das heißt, ich kann das hier einfach so abziehen, an die Wand pappen und dann hält das.
Erstens finde ich, das sieht im Hintergrund, wenn man das sich so hinmacht, sehr, sehr, sehr geil aus. Ich werde auch mal schauen, wenn noch welche überbleiben, dann vielleicht mache ich da oben auch noch welche hin. Gut, die werdet ihr dann, denke ich mal, nicht so sehen, weil ihr seht ja immer nur bis hierhin. Aber vielleicht hat das dann nochmal einen positiven Einfluss auf den Schall hier im Raum. Vielleicht mache ich auch dahin in die Ecke noch. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wenn welche noch überbleiben. Ich habe ein paar mehr bestellt, als ich eigentlich bräuchte drüben. Aber ja, das wird so einen großen Hauptteil des Hintergrundes im zweiten Studio ausmachen. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist, ich habe das bei vielen anderen Streamern gesehen, die das haben und fand es einfach gut und wollte das dann auch haben. Und deswegen, ja. Aber ich muss jetzt hier gucken, weil ich wusste nicht, dass das hier so halb auseinanderfällt, wenn man das aufmacht. Das trage ich gleich schon rüber ins Studio 2.0 und ich glaube, das kippt gleich um, egal. Bumm. Egal, lasse ich jetzt einfach so. So, dann schauen wir mal hier rein, beziehungsweise, ja komm, ich mache erstmal hier das ganz große Paket auf. Mal gucken, was hier drin ist. Das ist ein Paket von Amazon, ein sehr schweres Paket, wohlgemerkt. Bin mal gespannt. So. Ah, das ist etwas, was ich mir privat bestellt habe. Für euch wahrscheinlich weniger interessant. Und nein, Leute, das sind keine Hamsterkäufe jetzt. Also das ist einfach nur, weil ich da Bock drauf habe. Und zwar einmal hier von Maggi habe ich mir bestellt solche, also das verlinke ich euch jetzt auch nicht in der Video. Also das wird nicht verlinkt. Das müsst ihr, wenn ihr das haben wollt, selber bei Amazon suchen. Von Maggi Currywurst-Topf, 6 Stück. Wollte ich einfach mal haben. Currywurst-Topf mit Nudeln. 12 mal 300 Gramm. Es sieht ja ein bisschen aus wie Katzenfutter verpackt. Aber das sind theoretisch genau diese, wenn ihr diese MREs manchmal habt, diese Mail Ready to Eats, da sind manchmal genau solche Dinger drin. Das kann man entweder in einem Wasserbad warm machen, in der Mikrowelle warm machen. Und dann habe ich hier natürlich noch, das darf natürlich nicht fehlen, aber aktuell leider in sehr vielen Läden ausverkauft, Ravioli mit pikanter Soße. Ja? Muss sein, esse ich gerne. Und davon habe ich mir hier auch nochmal, ach, leck mich doch, so eine ganze Steige bestellt. So, der Karton ist dann auch leer. Direkt nach da hinten. So, dann haben wir hier langsam immer ein bisschen mehr Platz. Achso, hier ganz kurze Info noch an der Stelle. Und zwar, kannst du einfach mal, ist jetzt hier auch keine bezahlte Werbung oder so. Hier habe ich einen Brief von der Zürich. Und zwar über meine Drohnenversicherung, und da kann ich auch wirklich nur jedem von euch dazu raten, der irgendwie eine Drohne zu Hause hat und damit oft rumfliegt etc. pp. Wenn ihr eine Drohne habt und damit entweder, also wenn ihr das privat nutzt, dann auch, aber wenn ihr es gewerblich nutzt, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und damit Einnahmen erzielt, dann sowieso erst recht, ja, holt euch so eine Drohnenversicherung. Das sind jetzt hier bei mir 142,80 € pro Jahr. Ey, das kann man sich ja wohl absolut mal gönnen. Und da sind dann hier auch meine ganzen Drohnen mit versichert, die hier hinten hängen und gut ist. Ja, dann ist der Drops gelutscht und wenn dann mal irgendwas passiert, da wird nichts passieren. Aber wenn dann mal was passiert, dann habe ich da auf jeden Fall, und ich glaube, das ist sogar Pflicht in Deutschland, so eine Drohnenversicherung zu haben. Weiß es nicht genau, aber ich glaube es. So, und dann haben wir hier noch ein weiteres Paket. Das wirkt sehr geknäult irgendwie. Ich weiß nicht. Es wirkt sehr geknäult. Also es ist so ein typisches China-Paket, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hier ist eine Flüssigkeit drin oder so. Ja, und zwar ist hier Resin drin. Anycubic Resin. Orange. Die Farbe Orange. Ich glaube, das habe ich mir mal irgendwann irgendwo bestellt sogar. Anycubic UV Resin Orange. Ich glaube, das habe ich mir bei Banggood mal bestellt gehabt. Da sah es aber auf der Webseite ehrlich gesagt ein bisschen anders aus als so, aber ja, mir ist ja egal, wie die Verpackung aussieht. Mir ist wichtig, dass da das richtige Resin drin ist. Und orangenes Resin würde ich einfach mal interessant finden. Wenn ich dann wieder mal ein Review zu einem Resin 3D-Drucker mache, dann kann ich auch dieses Resin hier mal ausprobieren und euch damit ein bisschen was zeigen. So, schauen wir mal, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so ein kleineres Paket, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, man munkelt es nur. So, hier sind auf jeden Fall... Oh, ich hasse diese Dinger. Ich hasse das. Das macht so viel Müll. Aber was haben wir hier drin? Aha. Von Baseus. Und zwar sind hier USB-Typ-C-Kabel sind das.
zwei Stück. Wie lang sind die? Ja, warte mal, wann habe ich die denn bestellt? War so ist. 5 Meter, das sind 5 Meter USB-Typ C Ladekabel. Ich überlege gerade, warte mal. Hä, das sind doch niemals die Dinger, die ich bei. Das muss ich kurz nachgucken. Ah, okay, bei eBay habe ich das bestellt. Okay. Aber trotzdem finde ich cool. Habe ich bei eBay bestellt und die waren jetzt sehr, sehr, sehr schnell da. Oh, das Bild ist gerade ein bisschen dunkler. Aber die waren sehr, sehr, sehr schnell da. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Jetzt muss ich hier nur gucken, wie ich das vorsichtig auf die Seite packe, weil da ist so viel Müll drin. Das ist kacke. Übrigens, das ist hier nur, weil hier so viel Weiß im Bild ist. Dann, der versucht, den Weißabgleich dann irgendwie neu zu machen. Dann wird das Bild generell so ein bisschen dunkler. Aber ihr seht mich ja trotzdem noch. Aber trotzdem, da muss ich mal gucken in der Kamera, ob ich das irgendwie fix einstellen kann, dass sich da das während der Aufnahme nicht ändert, weil irgendwie nervt das ja ziemlich. Wenn das irgendeiner von euch weiß, wie man das bei der Sony Alpha 7 III einstellen kann, schreibt es mir mal in die Kommentare. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie es geht. Wenn ihr vielleicht auch eine Videoanleitung habt oder so, verlinkt mir das gerne. Das werde ich dann zwar nicht öffentlich machen, aber ich sehe das. Also ich werde diese Verlinkung nicht öffentlich machen. Das heißt, euer Kommentar wird dann nicht öffentlich erscheinen, wenn ihr einen Link mit dabei packt. Aber ich sehe das und ich schaue mir dann an, wie das funktioniert. Und dann stelle ich das ein, weil das nervt so irgendwie. Ja, ist blöd. So, dann machen wir hier das nächste Paket auf. Guck mal hier. Und zwar, wir haben hier ein kleines Beamerchen. Und zwar ist das ein kleines Beamerchen der Marke Top Vision. Stand da, glaube ich, drauf, oder? Genau. Top Vision. Ein Top Vision Portable LED Projector with High Resolution Brightness Mini and Ultra Thin. Mini ist auf jeden Fall true. Soweit ich das weiß, ist das ein 720p Beamer. Also es ist kein Full HD Beamer, sondern ein 720p Beamer. Kann mal ganz kurz hier einfach mal rausholen, dass ihr mal seht, wie klein der ist. Und das finde ich schon cool, wo sich das hinentwickelt hat, dass wir heutzutage wirklich solche kleinen Mini-Beamerchen haben. So, hier ist noch so eine kleine Anleitung mit dabei. Und dann haben wir hier halt einen Beamer. Und das finde ich halt cool, halt auch mit einem Zoom mit dabei. Das finde ich mega cool. Man kann hier das ein bisschen zoomen. Und hier kann man die Schärfe einstellen. Auch mega gut. Und hier vorne noch so eine schöne Abdeckung, wie sich das gehört. Ich werde demnächst mal ein Video machen, wo ich verschiedene Beamer nochmal teste. Also wo ich mir nochmal so ein paar günstige Beamer zusammenhole, vielleicht auch ein paar Beamer, die ein bisschen mehr kosten. Das ist jetzt aber hier, glaube ich, kein Beamer mit einem Akku. Das ist zwar ein Portable Beamer, aber ich glaube, der hat kein Akku mit dabei. Genau, hier an der Seite hat man nämlich Stromkabel, muss man ganz normal reinstecken. Der hat kein, ich probiere es mal hier anzumachen. Ne, der hat keinen Akku. Ich habe aber auch noch so kleine Beamer hier von Vivibrite oder so, war auf jeden Fall eine andere Marke. Und da war ein Akku sogar mit dabei. Ich denke, ich werde die alle mal in einem Video testen und euch vorstellen. Und damit ihr da mal so einen Vergleich habt. Aber ich habe schon ein Video, so ein Heimkino-Video habe ich schon gemacht. Also zu richtigen, also Beamer, die man auch fürs Heimkino nutzen kann. Ich habe selber hier bei mir einen 1600-Euro Beamer von BenQ für mein Heimkino. Und der ist absolut geil. Schaut euch einfach, gebt mal bei YouTube einfach Schimmermedia HD Heimkino und so ein. Dann werdet ihr dazu auf jeden Fall auch ein Video finden. Ich stelle das hier einfach mal davor, um ein bisschen mehr weiße Fläche abzudecken. Ich habe halt auch ein weißes T-Shirt an, aber naja. Und dann könnt ihr euch das Video auch gerne mal angucken. Und hier drin ist auf jeden Fall auch was für mein Studio 2.0. Wir machen es mal auf. So. Muss ich auch noch. So. Kommt auf jeden Fall gut verpackt. Das muss man auf jeden Fall sagen.
Remote for You heißt die Firma auf jeden Fall. Habe ich auf eBay gekauft, das kann ich schon mal dazu sagen. Hier finden wir auch schon das erste Stromkabel. Das zweite ist bestimmt auch hier irgendwo direkt. Und zwar... Boah, die sind sehr gut verpackt. Alter Schwede. Oha, sind die gut verpackt. Und die sind auch... Hä, die sind voll groß. Ich hätte nicht gedacht, dass die so groß sind. Krass. Hier ist auf jeden Fall das zweite Stromkabel. Alter, sind die riesig. Und zwar sind das hier solche Monitore AOC. Alter, die sind ja riesig. Krass, wie groß die sind. Hier, und zwar sind das Full-HD-Monitore. Und die habe ich relativ günstig schießen können. Zwei Stück davon, halt ohne Halterung hin, weil ich will die eh an so eine Halterung von so einem Halter halt am Tisch dran machen, weißt du? Also ohne, ich brauche die nicht auf den Tisch zu stellen, sondern die werden an so einer Tischhalterung, so eine Tischmontage dran gemacht. Und ich habe die deswegen so günstig bekommen, weil die haben halt hier unten nur DisplayPort. Und ich habe halt einfach mir ein Kabel gekauft, was auf der einen Seite DisplayPort und auf der anderen Seite HDMI hat. Und ja, mal abgesehen davon, dass DisplayPort, also wenn ich jetzt eine Grafikkarte habe, die auch DisplayPort hat, DisplayPort ist sowieso besser als HDMI, meiner Meinung nach. Dementsprechend, ja, ist jetzt kein Qualitätsverlust, einfach von HDMI auf DisplayPort ein Kabel gekauft und dann könnt ihr diese Monitore ganz normal nutzen. Zwei Stück für 130 Euro, beziehungsweise, zwei Stück für 111,60 Euro und dann kommt halt noch... Umsatzsteuer dazu, 21,20 Euro, insgesamt 132,80 Euro habe ich bezahlt für zwei dieser Monitore. Einen davon werde ich wahrscheinlich so hochkant montieren, den anderen werde ich so montieren und dann habe ich halt drüben auch die Möglichkeit, dann halt, wenn ich live streame, mir den Chat hier halt schön anzeigen zu lassen, dass ich auch alles lesen kann, was ihr da schreibt und so. Und ist auch sogar ein LED-Monitor, also die, ich meine es jedenfalls, dass es ein LED-Monitor war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, hier. LCD-Monitor, LED-Backlight. Das finde ich auf jeden Fall mega nice. Und Full-HD-Auflösung. Also, was will ich mehr? Ich wollte einfach nur ein paar günstige Monitore und die habe ich jetzt hier mit zwei Stück. Die werden dann drüben montiert. Und dann passt das. Ich packe hier die Kabel wieder mit rein. Ich stelle den Karton nämlich jetzt direkt drüben ins Studio und dann ist das aus dem Weg. Und in diesem Sinne, das war es dann auch schon wieder hier mit dem TechPack-Opening. Mein Highlight ganz klar aus diesem TechPack-Opening, einmal hier natürlich die Xiaomi MS-Fit T-Rex und dieser Mini-3D-Drucker. Da werde ich mich auf jeden Fall draufstürzen und freue mich auch auf das Review dazu, also das Review zu machen. In den nächsten Tagen werde ich ja, wie gesagt, jetzt erstmal mich um das zweite Studio kümmern, dass ich da ein bisschen was aufbaue. Ich habe ja hier auch ein bisschen was schon zum Bauen. Ich werde dazu auch ein komplettes Video machen. How I Build My Studio 2.0. Wie ich den Titel jetzt nennen werde, weiß ich nicht. Aber, oder vielleicht auch einfach Studio 2.0 Aufbau. Irgendwie, irgendwas fällt mir auf jeden Fall schon ein. Ich werde euch auf jeden Fall ein Video dazu machen. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, ne, ihr wisst Bescheid. Erstmal hier auf diesem Video Däumchen nach oben und unter dem Video in den Kommentaren gerne ein bisschen was Nettes reinschreiben, was vielleicht euer Highlight aus diesem TechPack-Opening war. Und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, weil dann verpasst ihr nämlich genau diese Videos, die ich eben erwähnt habe, hier auf diesem Kanal nicht. Ihr werdet immer schön benachrichtigt und seht dann direkt den Titel vom Video und könnt dann sagen, yo, ist zum Beispiel hier das Review zur Xiaomi MS Fit T-Rex, interessiert mich, will ich sehen, klick und dann seht ihr das Video sofort, seid einer der Ersten, die dann auf dem Video drauf sind und das würde mich auf jeden Fall freuen und ihr habt sofort die Infos und meine Meinung dazu. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, haut ihr rein. Bis zum nächsten Mal.